was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist doch ein so großes Wort. Ich meine, bei uns ist es in der Wellpappindustrie ist es ja sehr einfach. Man hat noch nie einen Wal am Strand gefunden, der verendet ist, weil er Wellpappe im Bauch hatte. Schönes Zitat, ja, ich denke, wir haben es auf Video. Haben wir nicht. Ja, haben wir, also ist mir nicht bekannt. Und was ist denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit, viel besseres Wort bei uns im Unternehmen, ist doch die Enkeltauglichkeit. Hm. Ich muss doch dafür sorgen, dass die nächsten Generationen sauber leben können, ein ordentliches Umfeld haben. Ja, das bringt ja nichts, wenn unsere großen Werke, wenn wir da große Werke haben, haben aber keine Mitarbeiter mehr, weil außenrum die Luft verseucht ist oder das Klima nicht angenehm ist oder sonst was und die Leute fahren halt keine 40 Kilometer auf Arbeit. Das heißt, ich muss doch dafür sorgen, dass die Umgebung passt. Ich muss mit Nachhaltigkeit, mit Enkeltauglichkeit, Lieferantenbeziehungen. Ja? Das bringt mir doch nichts, wenn ich sage, ich kaufe heute bei Durst und nächste Woche kaufe ich beim anderen und übernächste Woche rede ich wieder ganz anders mit dem, sondern ich muss doch über Generationen und über zumindest über Jahre und Jahrzehnte Geschäftsbeziehungen aufbauen, die funktionieren, sowohl mit meinen Kunden als auch mit meinen Lieferanten. Das ist doch Nachhaltigkeit.